Hi, Leute. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, ihr habt viel zu tun. Ich kriege dich nicht oft zu sehen. Warum an diesem Ort? Er ist sicher. Und vielleicht von symbolischer Bedeutung. Darum redet sie da. Er diente als geheimer Unterschlupf, bevor Assad die Soldaten ihn stürmten. Auf Kiens Befehl. Ich verstehe. Also, welche Neuigkeiten hast du für mich, Elena? In deiner Nachricht hieß es... Kien ist nach Gien aufgebrochen, zusammen mit Liko, dem Dolmari-Krieger. Nach Gien ins Gefangenenlager für die Magischen? Beheimlicht. Verrät sie mich. Was hofft er dort zu erreichen? Wir reden hier von Kien. Er glaubt, er könne alle retten. Außerdem glaubt er, in Gien liege der Schlüssel zur Zukunft des Imperiums. Aber in ein befestigtes Gefangenenlager einzubrechen... Er wird keine Chance haben. Deshalb habe ich euch benachrichtigt, Mutter. Das könnte eine Gelegenheit sein. Wozu? Du hast das Richtige getan, Kind. Komm, lass uns reden. Wir haben nicht viel Zeit. Hi, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dreamfall Chapters. Das geht ja hier schon gut los. Hat sie mich jetzt gerade wirklich verraten? Das wäre nicht sehr nett, ne? Ganz und gar nicht nett. Wir hängen hier immer noch so mit Liko in der Luft rum. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es kein gutes Ende nehmen wird. Was tut ihr denn da? Ja, ihr seid vorzeitig abgesprungen, nehme ich an, ja. Na schön. Ich schlage vor, wir klettern über den Zaun da und dann arbeiten wir uns in. Wir sollten uns aufteilen. Ihr habt zu viele Kupfermünzromane gelesen, Liko. Wenn wir uns aufteilen, werden wir verwundbar. Und wenn wir zusammenbleiben, könnten wir beide sterben. Trennen wir uns, kann es einer von uns hier noch rausschaffen. Das wäre möglich, trotzdem finde ich... Und außerdem muss einer von uns das Quartier der Verwalterin finden. Woher wollt ihr wissen, dass es hier sowas gibt? Das ist ein Assadi-Lager, Kien. Es wird detaillierte Unterlagen und Dokumente geben. Wer einen einzelnen Gefangenen unter Tausenden aufspüren will, braucht Unterlagen. Ja, ich hab gut... Ich kletter über den Zaun, geh ins Lager, sorge für Ablenkung. Ich sehe wie ein Gefangener aus, kann mit ihnen reden, mich unter sie mischen, falls nötig. Geht ihr die Verwalterin und die Unterlagen suchen. Der Turm da wäre wohl ein guter Anfang. Wo treffen wir uns? Falls wir so weit kommen, wird uns irgendetwas einfallen. Versucht nicht zu sterben. Ihr schuldet mir noch euer Leben. Oh, ich habe vor, am Leben zu bleiben. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Verhältnis zu euren Göttern. Konnte mich bisher nicht beklagen. Na dann, viel Glück, Liko. Wenn ich hier irgendwo Unterlagen über die Gefangenen finde, dann wahrscheinlich in diesem Turm. Dieser Mauerabschnitt scheint Teil der alten Burgbefestigung zu sein, aus der Zeit, als der Nekromantenkönig über GN herrschte. Die Mauer ist mit dem Turm verbunden. Wenn ich raufkomme, finde ich vielleicht einen Weg hinein. Okay. Gut. Das waren nicht Wind und Wetter. Der Knopf des Nekromanten wurde gewaltsam entfernt. Absichtlich. Ich würde so schnell mit ihnen durch sein wie ein Hai mit einem Schwarm Fische. Vorräte müssen aufgestockt werden. Ich darf hier keine Zeit verschwenden. Ich muss auf die alte Burgmauer und dann einen Weg in den schwarzen Turm finden. Okay, gut, dann gehen wir mal hier rechts lang. Irgendwo wird es schon einen Zugang geben. Steil und rutschig. Ich sehe keine Möglichkeit, hier hochzuklettern. Gehen wir erst hier lang. Steil und rutschig. Ich sehe keine Möglichkeit, hier hochzuklettern. Die alten Burgmauern wurden aus dem Berg herausgehauen. Okay, da könnte ich hoch. Wie sieht's denn da hinten aus? Steil und rutschig. Ich sehe keine Möglichkeit, hier hoch zu... Es gibt nichts, woran ich mich festhalten könnte. Da nicht, okay. Ich höre Leute schreien, das gefällt mir gar nicht. Oh, shit. Kommst du da hoch? Die Felsen sind hier zu steil und rutschig. Ich kann mich nirgends festhalten. Ha. Oh mein Gott. Sie ist zu glatt.
Ich finde keinen Halt. Es gibt nichts, woran ich mich festhalten könnte. Ja, wo denn? Hier vielleicht. Diese Wand ist nicht ganz so steil und es gibt Vorsprünge und Spalten. Da könnte ich hochkommen. Wo willst du anfangen? Hier. Das sieht aus wie ein guter Ausgangspunkt für die Kletterpartie. Okay, dann fang mal an, mein Freund. Ich hoffe, du bist nicht zu fett. Das sieht irgendwie komisch aus. Hier komme ich nicht weiter nach oben. Ja. Beim Licht. Okay, das war nicht gut. Beim Schatten. Du bist zu klein, Kian. Und hat den da. Oh. Okay, das war's schon. Gut. Und jetzt? Ah, jetzt kann ich da rüber, oder was? Nicht runterfallen, Kian. Jetzt bin ich hier auf der Hand. Auf der Hand, that feet. Bei der Göttin. Das Lager ist größer, als ich dachte. Hier müssen Tausende von Magischen sein. Haben sie vor, die einfach alle zu ermorden? Ich befürchte es, ja. Das sieht nicht gut aus, Kian. Hey, Liko, alles klar? Liko? Bei der Göttin. Ich hoffe, er kommt ungesehen vorbei. Ich hoff's auch. Seltsam. Im Lager gibt es mehr Soldaten als an der Umzäunung. Ja, das ist nicht gut. Für den Weg. Puh. Das Lager ist riesig. Wie viele Magische haben sie hier eingesperrt? Es müssen weit über 1000 sein. Ja, das ist scheiße. Warum wurde mitten in einem Gefangenenlager eine Fabrik errichtet? Setzen sie die Magischen als Zwangsarbeiter ein? Willst dir nicht einfangen, woran die gestorben sind? Die Wachen beobachten das Gefängnisgelände. Woran genau sind sie rechnen nicht damit, dass jemand ins Lager einbricht. Okay. Oh. Sie behalten das untere Gelände im Auge. Können wir irgendwo verstecken? Ich kann mich irgendwie dran vorbeischleichen, nicht wahr? Siehst du irgendwas? Nichts. Ich hätte schwören können. Vielleicht war es nur ein Vogel. Meinst du etwa, ich kann einen Vogel nicht von einem Menschen unterscheiden? Ja. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Die Wachen beobachten das Gefängnisgelände. Ich hatte auch mal ein Spähglas. Damit konnte ich die Straßenbanden in Zadir im Auge behalten. Aber Vermins Jungs haben es mir abgenommen. Hunderte von toten Magischen. Oh mein Gott. Gott, was seid ihr für kranke Arschlöcher? Scheiße. Du kannst aber weit springen. Gott, was macht ihr hier mit den Magischen? Wobei, nee, sagt's mir nicht, ich will's gar nicht wissen. Wer da? Ich will's echt nicht wissen. Ich bin da. Kommst hier hoch? Ist irgendwas eingetippt? Was hast du für einen Code eingetippt? Ich sollte warten, bis der Wachmann zurückkommt und ihn beobachten. Fernglas. Wie komme ich an das Fernglas ran? Ich muss wahrscheinlich irgendwie das Fernglas mir schnappen.
nicht irgendein Zauberer, der Nekromantenkönig von GN. Das heißt, er habe Menschen gejagt. Aber war er nicht selbst ein Mensch? Seine Statuen wirken menschlich. Dann wohl ein Gestaltwandler. Oder vielleicht war er eine Blauhaut, so wie die Dolmari da oben. Ihr seid Idioten. So, jetzt können wir den Typ beobachten, was er da eingibt. Springt. Was war das? Wie es scheint, hat Liko wieder für Unruhe gesorgt. Ja, gut. Damit könnte ich über Halbsadir hinwegschauen. Sogar in dieser Dunkelheit sollte es mir helfen, ziemlich weit zu sehen. Ach, aus diesem Blickwinkel bekomme ich nicht mit, was die Wache macht. Die Wache drückt etwas, doch ich bin zu weit weg, um es zu erkennen. Ich müsste es von nahem sehen. Rechts unten, rechts oben, links unten, rechts unten, rechts oben. Okay. Geh weg. Dann bleibt mir genügend Zeit. Ah, ich muss. So. Das war leicht. Gut. Ich hoffe, ich finde, was ich suche. Was suche ich überhaupt? Ich weiß nicht so genau. Eigentlich wollten wir ja nur Dings befreien. Die Amtsstube der Verwalterin ist irgendwo in diesem Stockwerk. Da bin ich sicher. Führungskräfte wählen immer. Das ist das Symbol des Dienstgewerbes. Der Aufseher und Hauskräfte, die helfen diese militärische Außenstelle. Sie sind hier sehr präsent, aber man... Die Erbauergilde. Sie ist verantwortlich für die Errichtung und war... Da drin ist wahrscheinlich nichts, was ich brauche. Okay, okay. Ich glaube, das ist das Amtssiegel der Behörde für wissenschaftlichen Fortschritt. In Sadir wurde über ihre Existenz gemunkelt. Aber ich kenne niemanden, der dieser Abteilung angehörte. Soweit ich weiß, war sie bei der Erstellung des Apparats behilflich. Sie ist ein neuer Arm der Regierung. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Behörden scheint sie jemandem aus dem Rat direkt unterstellt zu sein. Ich würde sagen, das ist der beste Ort, um nach Unterlagen über die Gefangenen und belastenden Dokumenten zu suchen. Dann tun wir das doch. Verschlossen. Shit. Okay. Es gibt nur diese vier Türen. Ist da jemand? Isaac? Joran? Ist da irgendwer? Hm? Keiner? Hey, was ist da los? Wer seid ihr? Niemand. Ist da jemand? Isaac? Joran? Ist da irgendwer? Hm? Keiner? Bei der Göt, was macht ihr hier? Wo seid ihr hergekommen? Okay, muss hier warten. Ist da jemand? Isaac? Joran? Ist da irgendwer? Verschlossen. Bei der Göt. Ich hatte die frühen Runden. Erlaus mag den Verstand eines Minenvogels haben. Aber in manchen Nächten schwöre ich, dass er recht hat. Steinerne Grab ist verflucht. Die militärische Außenstelle. Sie sind hier sehr präsent, aber man überträgt ihnen nicht die Verwaltung des Lagers. Dafür sollte eine Schwester zuständig sein. Alarm! Wir haben einen Eindringling! Alarm! Oh, ich dachte, ich könnte ihn K.O. hauen. Wenn eines dieser Dinger umfiele, würde das ein ziemliches Getöse machen. Hey, was ist da los? Wer seid ihr? Mit meinem schattenverfluchten Glück werde ich ihn abbrechen. Eine der Schwestern verfluchten, was? Wer da? Ich hoffe, du gehst jetzt in die andere Seite. Du hohlköpfiger Narr!
Kiste aufgemacht. Ich muss nur richtig dran ruckeln. Komm schon. Komm schon. Ah, wieder einmal zahlen sich die Jahre auf den Straßen von Sadia aus. Diese Orte verflucht. Bude und Dämonen, die uns Streiche spielen. Wer hätte allen Ernstes geglaubt, im Grab eines Nekromanten würden wir sicher sein. Da drin ist wahrscheinlich nichts, was ich brauche. Aber hier. Wenn ich die Schlüssel nicht... Okay. Warst du hier? Hier spukt es. So ist das. So. Wenn er morgen anbringt, reiche ich ein Versetzungsgesuch ein. Okay, tu das. Geh da rein. Gut. Jetzt darf ich mich bloß nicht erwischen lassen. Hoffe ich doch. Hallo? Was ist das? Der Nekromantenkönig hat seinen Kopf verloren. Ich frage mich, warum die alle entfernt wurden. An dieser Wand ist irgendetwas merkwürdig. Okay, irgendwas Wozu ist merkwürdig. Sollten Sie ein anatomisches Schaubild brauchen? Schädel? Beim Schatten. Da hat jemand einen morbiden Einrichtungsgeschmack. Ja, schon irgendwie. Was macht die Verwalterin damit? Wozu sollten Sie ein anatomisches Schaubild brauchen? Solche Halsketten werden traditionell von Schwestern getragen. Sie zeigen ihre Stellung innerhalb der 6 Kreise von Sadia an. Okay. Sie scheint auf etwas in diesem Raum zu zeigen. Der erste Berg. Einer unserer grundlegenden religiösen Texte. Mutter Utana ließ mich große Teile dieses Buches auswendig lernen, als ich 12 Jahre alt war. 1000 Seiten, eng bedruckt. Zum Auswendiglernen. Ein Irrsinn. Das ist krass. Von diesem Fenster aus muss die Verwalterin eine fantastische Aussicht haben. Wenn es draußen nicht stockdunkel ist. Ja, ich würde auch sagen. Draußen geht es steil nach unten bis zum Boden. Auf diesem Weg könnte ich nicht entkommen. Selbst wenn ich keine andere Wahl hätte. Asadia, es ist lange her. Okay, das ist deine Heimatstadt, mein Freund. Ich sehne mich danach, seine sonnenbeschienenen Mauern wiederzusehen. Aus dem ersten Fluss zu trinken. Und frische Kaberwurzel zu rauchen. Ein Brief, unterzeichnet von der Verwalterin. Nimm ihn. Die letzte Testrunde hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Und die anfänglichen Theorien bestätigt. Die Dolmari-Pest wurde erfolgreich bei einem 7 Jahre alten Sittling ausgelöst. Die Kreatur überlebte 3 Tage, dann erlag sie Fieber und blutigen Ausschlägen. Sie starb in beglückender Qual. Wie krank bei sind ihr denn bitte? Sitt oder pestresistenten Dolmari hat sich die Krankheit noch nicht festgesetzt. Weitere Mutationen sind nötig, bevor wir zur nächsten Phase übergehen können. Was im Namen des Schattens? Ihr seid krank. Echt. Das ist... Ja, das ist ziemlich abscheulich. Das ist ein offizielles, an die Verwalterin gerichtetes Dokument. Wegen der Krankheitsausbreitung unter den Gefängnisinsassen empfehlen wir, die für ihre Ration verwendete Menge an Dolmari-Fleisch zu verringern. Was ist das? Wir wollen keine versehentliche Krankheitsausbreitung unter der magischen Bevölkerung, da dies die Testergebnisse verfälschen würde. Was zur Hölle? Bei der Göttin. Was soll das heißen? Die Verwalterin scheint Socken und Schals zu stricken. Das spricht für sie. Nee, tut's nicht. Die wurde enthauptet, wie alle anderen Statuen hier. Aber wohin deutet sie? Mir wird noch ein bisschen mulmig, wenn ich es sehe. Und ich erinnere mich an jede Stelle, als hätte ich sie erst heute Morgen gelesen. Sie scheint auf etwas in diesem Raum zu zeigen. Auf den Thron.
Draußen geht es steil nach unten bis zum Boden. Auf diesem Weg könnte ich nicht entkommen, selbst wenn ich keine andere Wahl hätte. Was kann ich hier tun, Leute? Ich bin gerade wieder ein wenig überfragt. Der erste Berg, einer unserer grundlegenden religiösen Texte. Sie bewegt sich nicht. Muss verschlossen sein. Mutter Utana, ihr wird noch ein bisschen... Der erste Berg, einer unserer Grundlinien, wurde enthauptet. Sie scheint auf etwas in diesem Raum zu zeigen. Ja, auf das Buch. Oder was? Von diesem Fenster aus muss die Verwalterin eine fantastische Aussicht haben. Wenn es draußen nicht stockdunkel. Ja, muss sie. Draußen geht es steil nach unten bis zum Boden. Sie wurde enthauptet, wie alle anderen Statuen hier. So die Göttin will, werde ich bald nach Hause zurückkehren und jene richten, die unsere heiligen Gesetze zu ihren Gunsten gebeugt und unser Volk ins Dunkel geführt haben. Diese Statuen, der Mann muss schon sehr von seinem eigenen Antlitz eingenommen gewesen sein, wenn er sich... Dessen Schädel? Beim Schatten. Dessen Schädel sind das? Sie sehen nicht alt genug aus, um aus dem Besitz des Nekromantenkönigs zu stammen. Die Wand fühlt sich anders an. Warum habe ich eigentlich das Fernglas nicht mehr, frage ich mich gerade. Diese Kette hat 6 Sonnen. Solche Halsketten werden traditionell von Schwestern getragen. Diese Kette hat 6 Sonnen und 6 Monde. Sie gewährt der Verwalterin Zutritt und Befugnisse im innersten Kreis. Eine bemerkenswert hohe Position für eine gewöhnliche Schwester. Sie scheint auf etwas in diesem Raum zu zeigen. Ja, hierhin. Aber zum Stuhl oder sowas will er nichts sagen. Verschlossen. Die ist auch keine Schublade. Leute, ich sehe mich noch mal ein bisschen um und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!